Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Slime Ranger. So, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich offscreen ein bisschen was gemacht habe, an Ressourcen gefarmt, also Schleimgagge. Und ja, ich habe hier so, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, so ein Ding gebaut. Hier hinten hat sich natürlich auch was verändert in der Grotte. Und zwar, wir haben wieder Krachbumm-Slimes. Wir haben fliegende Flattermänner, aber ja, sehr viele davon. Da hinten ist ein Hühnchengehege. Arschloch. Hier haben wir uns ein Feld angelegt. Und hinten beim Wildwuchs ist natürlich auch ein bisschen was passiert. Und zwar, das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, ne? Ich habe ein bisschen umdekoriert und ein bisschen was hingesetzt. Hier haben wir jetzt irgendeine Pflanze. Hier haben wir noch ein Hühnchengehege. Und Hühnchen, die sammeln wir natürlich gleich ein. Die brauchen wir gleich. Hier hinten haben wir ein, weiß ich nicht, Erdbeerbaum, Melonenbaum, keine Ahnung, was das für eine Frucht ist. Ist mir auch Lade. Ich höre schon, hier ist nichts Gutes im Gange. Aber gut, ist mir egal. Ja, und ich habe meine Gehege ein bisschen aufgerüstet mit Einsaugmodulen und, was man so alles braucht. Wie man hier sieht. Und ja. Wir werden jetzt natürlich erstmal die Schleimkacke wegbringen, damit wir uns das nächste Gebiet freikaufen können. Was? Das war's schon? Ist aber nicht viel. So, wir holen uns erstmal die hier, denn die bringen am meisten Geld. Hier, hier haben wir gut was angesammelt. Da sind wir mal gespannt, was das an Money bringt. Und die hier holen wir uns natürlich auch. Und wir holen uns da hinten von den fliegenden Flutter-Slimes noch des, die Gagge. Die haben nicht so viel, leider Gottes, aber die müssten ordentlich was drin haben. Naja. Besser als nix. Mal schauen, wie viel Geld wir zusammenbekommen und was wir uns dafür freischalten können. Derzeit haben wir ja, wie man sieht, 6.000 auf der Bank. Ja. Und da kommt das Geld. Jo, wir haben genügend zusammen. Ihr wisst, was das heißt. Wir werden uns das Labor freischalten. Kaufen. So, da gucken wir mal, was gibt's hier hinten. 1, 2, 3, 4 weitere Felder. Da kommen wir zur Grotte. Was? Zeit zu bauen. Ja. Hier ist noch ein Feld. Diese Scheune enthält sämtliche Ausrüstung, die du brauchst, um damit zu beginnen, mit der Hilfe von Slime-Wissenschaft Geräte herzustellen. Zu den Geräten gehören nützliche Hilfsmittel, die beim Erkunden hilfreich sind. Verteidigungstürme, Dekoration und mehr.
Und wie krieg ich die auf, die verkackte? Raffinerie. Damit du Geräte herstellen kannst, brauchst du Ressourcen in deiner Raffinerie. Versuch mal einen Plot in der Raffinerie zu schießen. Was? Also, man hat mir gesagt, dass ich hier die verseuchten Slimes brauche, die radioaktiven. Aber denk dran, jegliche Ressource, die du in die Raffinerie steckst, könnte nicht mehr entnommen werden. Ja, ist mir schon klar. So, drücke E. Ja. Oh, ja gut. Was haben wir hier? Neulingspuppe, Neulingsbienenhaus, pinker Teleporter, pinkes Warpdepot, Drohne, Medistation, Wassergeschütz, Slimeballring, eine Slimebühne, pinke Slimelampe, Neulingsgordo-Falle, Neulingsbohrer. Ausverkauft. Was haben wir hier? Neulingsbohrer. Ach, okay. Interessant. Ja, wir müssen weitere Slimes besorgen gehen. Da wissen wir doch schon, was wir hier für ein Gehege bauen. Ein Slime-Gehege. Hohe Wände. Ein Fangnetz. Und das war's schon. Läuft. Ja, hier, was denn? Ach, da muss ich was reinschießen. Stimmt ja. was ist das? Nix. Okay. Ja. Und ihr wisst aber auch, was das heißt, was wir uns jetzt für Slimes holen. Die radioaktiven. Radioaktiven. Meine Güte. Ich und mein gutes Deutsch. Oh, da sehen wir schon die ersten. Nummer 1. Nummer 2. Hier war doch noch einer. Das sind Ekelhuhn. Hier hinten gab es auch noch radioaktive, soweit ich weiß. Und da fliegen sie schon rum. Nice. So, da kommt noch einer. Da ist noch einer. Hier, das Hühnchen brauchen wir nicht. Nehmen uns aber das damit. Oh, hier läuft ja heute bei uns. So. Ja, hier gibt es nur Karotten. Ach, der verseuchten hier, diese blauen, die interessieren uns nicht. Wir haben 18 Ratslimes. Läuft. Da bin ich mal gespannt. So.
Palim, 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 palim. Hier rein. Die 1. Ihr kommt erstmal hier rein. So. Wir nehmen erstmal so ein Billig-Slime, Billig-Dings. So, und jetzt? Da, hab ich. Der Baumeisterladen. Das ist der hier. Da kann ich mir aber nichts kaufen. Lasst mich doch in Ruhe, ey. Die Fabrik, ja, hier, genau, jetzt geht's weiter. Der Neulingsbohr. Ah, okay, wenn ich die in das Ding reinschmeiße, dann. Okay. Halt, das nein. Hier. So, was mit Tee? Damit du Geräte. Ach so. Bauplätze. Ja, das sind die Dinger hier. Egal, wir brauchen. Was brauchen die nochmal? Obst oder Gemüse? Gemüse. Ja, ich brauche aber erstmal ein bisschen Money. Ja, Geräte platzieren. Bla bla bla, blibli blub blub. Hier. Wir brauchen noch ein bisschen Money, 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 Money. Ja, hab alles eingesammelt. Kann ich hier noch was Neues freikaufen? Energiemodul. Ja, gut. So, hier können wir wieder einsammeln. So, wir haben ja gelernt, die geben immer zweimal Slime-Kacke raus. Aber hier, was war denn das hier nochmal? Das können wir auch abgeben. So. Wenn du einen Bauplatz gefunden hast, dann gehe nah hin und... Ja. So, Plot-Sammler. So. Sechzehn Stück. Zwanzig. Oh. Oh, ich bin radioaktiv verseucht. Das ist nicht gut. So, ich höre hier hinten was. Aber irgendwie ja, komme ich da mal wieder nicht dahinter. Obwohl. Na, schade. Ja, da haben wir ein bisschen was.
Das gefällt mir natürlich. Das. Allzu viel brauchen wir davon nicht. Oh, hier gab es wieder gut was. Holy! Gut, das war wohl ihr Lieblingsessen dann. Das gefällt mir natürlich. So, Hühner. Warum habe ich hier drei Gockel? Meine Güte, vor allem so ein altes Huhn auch noch. So, die holen wir uns natürlich auch gleich hier raus. Oh, du Arschloch! Die haben wir schon. So, das reicht vollkommen aus. Nee, das lassen wir mal noch liegen. Gehen noch mal zu unseren Katzen-Slimes. Ja! So, den Rest schafft man in die Raffinerie. Oh, 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 ja, das ist gut. So. Oh, die nehmen wir natürlich auch gleich mit. So, dann bin ich mal gespannt. Ja, gut. Da fehlen auch pinke und radioaktive. Die radioaktiven holen wir uns natürlich auch sofort. So, und die Pinken holen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.